Willkommen zurück, Freunde, zu Conker's Bad Fur Day in der Geistervilla. Oh yeah. Ich bin wieder zurück und ja, passend zur Zeit zu Halloween passt es ja eigentlich ganz gut, dass wir hier gerade an dieser Stelle rumhocken. Ja, im letzten Part haben wir den Fledermaus-Tybi umlegen können. Der ist selber in seine eigene Falle hineingefallen. Und ja, wurde eben grauenhaft zerfetzt. Und jetzt stehen wir hier und sind umgeben von Zombies, sind ganz allein in dieser Villa. Und ja, auch Fledermäuse sind hier und die werden wir jetzt hier erstmal an dieser Stelle abknallen. So, weil das schon mal ganz wichtig ist. Scheiße. Oh, den habe ich sogar getroffen. Das geht doch gar nicht. Moment. Ja, jetzt muss ich wieder mit meinen Zielkünsten hier kommen. Und zack. Und du auch. Und tschüss. Alles klar. Reicht das? Oder sind hier jetzt noch welche? Nein. Okay, gut. Dann weg mit der Armbrust. Ich weiß auch nicht, wo der das auf einmal herbekommt. Ich meine, wir stehen da nur auf den Schalter mit B. Und schon kriegt er eine fette Armbrust. Naja. Okay, gut. Dann gehen wir weiter. Einmal hier längs. So. Hier ums Eck. Alter, diese Bilder auch, ne? Da unten zum Beispiel, das ist diese Bilder, ey, das ist schon irgendwie krank. Aber naja, gut. Hä? Achso, nee, den muss man ja gar nicht. Oh, jetzt habe ich ihn abgeknallt. Ich wollte eigentlich ihn mit der Bratpfanne eins überhauen, aber dann ist mir ja eingefallen, wir haben die Bratpfanne ja momentan gar nicht. Ja, das Blöde ist natürlich, wenn wir dann aus dieser Welt wieder rauskommen, haben wir den Revolver da nicht mehr. Oder die Schrotflinte, was auch immer. Aber, die Bratpfanne, die gute alte Bratpfanne, die sowieso auch alle Probleme gelöst hat, haben wir dann wieder zurück. Naja, aber noch sind wir hier noch nicht durch, nicht wahr? So, dann haben wir jetzt den Schlüsseli. Und werden dann hier mal versuchen, jetzt irgendwie sinnvoll durchzukommen. Und da war eben gerade ein Grafikfehler und man konnte den Garten sehen. Ja, und da müssen wir gleich als nächstes hin, falls wir denn überhaupt es schaffen sollten, diesen Schlüssel hier zurückzubringen. Ja. Gut. Denn wie ihr sehen könnt, dort ist es, ja, ist das Haus auch Schrott. Und, ja, eigentlich müssten wir darüber, aber leider führt nur der Weg von der Bibliothek dorthin. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Deshalb musste man hier auch die Zombies alle töten, genauso wie man die ganzen Fledermäuse töten musste. Ja, so sieht's aus. Gut. Ja, wie gesagt, das ist aber, das haben sie auch schon bewusst so gemacht, dass sie ja keine Musik gemacht haben, sondern nur so ein paar Geräusche. Und damit so ein bisschen mehr Gruselflair rüberkommt. So. Dann gehen wir hier runter. Und schauen mal, ich glaube, dass hier jetzt auch wieder gleich Zombies sein werden. Also macht euch auf alles gefasst, Freunde. Oh, scheiße, Alter, der stand da gleich um die Ecke, ey. Boah, scheiße, Mann. Oh, Mann. Okay. Na, la, la, einfach hier durch. Nee, nee, nee. Und das ist wieder das Fass. Moin, kannst du uns denn nicht aushelfen? Nee, scheiße, schade. Und erster Schlüssel. Jawohl. Und klack, drin ist er. Und damit hätten wir einen weiteren Weg geöffnet. So. Ja, also wir sehen, man muss eigentlich gar nicht alle Zombies töten. Gut. Dann würde ich sagen, auf zum Garten. Der Garten... Oh! Alter, Alter! Nee, 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 nee. Das geht so nicht. Und die gehen auch noch alle gleichzeitig auf einen zu, sodass man hier, doppelten Schaden bekommt, oder was? Das geht doch gar nicht. Ey, nee, 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 hier, komm. Verpiss dich! Und Jesse Kowski. Und du auch! Oh, 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 oh. Nee, 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 nee. Und weg mit dir. So. Das ist doch mal geil. Na du, was läuft? Und bam! Headshot. Ja, jetzt bin ich auch ein bisschen in Übung, merkt man. So, ah, da haben wir auch noch einen. Ach komm, auf dich verzichte ich. Auf dich habe ich jetzt keinen Bock mehr. So. Oh, hier kommen wir jetzt ins... Hier hocken aber auch überall welche rum, oder? Moment mal. Alter, wie viele sind hier denn? Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Und da, Header. Und, nee, schade, kein Header.
Aber von hier oben können sie uns ja ein Glück nicht angreifen. Haha. Da haben sie wohl die Arschkarte gezogen. Und Pam! Und sagt tschüss. So, und du auch. Was guckst du denn so, hä? Irgendwas los, oder? Moment. Ja, treffen ist auch eine Kunst, ne? Pam! So. Den sind wir los. Moment. Dann will ich dich auch loswerden. Und? Jawohl. Hä? Ich habe doch auf den Kopf gezielt. Was soll das denn? Stehen wir zu weit weg oder was? Naja, egal. Er kommt ja jetzt auf uns zu. Also. Und Pam. Jawohl. Ja, wir sind ja... Diesmal haben wir auf den Hals gezielt. Und sein Kopf trotzdem zersplattert sein Kopf. Naja, gut. Ja. Ja, Leute, einmal eine ganz kurze Unterbrechung. Für euch ist es ja nur eine Millisekunde sozusagen, da ich das ja alles zusammenschneide. Aber für mich war das jetzt erstmal eine gute Viertelstunde oder so, wo ich mir erstmal einen dicken Döner reingefetzt habe. So, ja, und gut gekräftigt werden wir jetzt weitermachen mit Conker. Und ja, jetzt schauen wir mal. Wir haben ja vorhin den Schlüssel zurückgebracht, schon mal den ersten, und sind jetzt im Garten. Oh, oh, okay. Das bedeutet, wir müssen hier Ausschau halten, auch noch einen weiteren Schlüssel. Und du, Zombie, wirst sterben. Pam! So. Gut, weg mit der Knarre. Und hier ist nichts mehr, okay. Also können wir hier längs und schauen mal, wo der Schlüssel ist. Und vielleicht können wir einfach so den Schlüssel mitnehmen und dann einfach durchrennen, sozusagen. Oh oh. Hallo. Wow. Ah, da haben wir den Schlüssel. Und heppa. So. Dann ziehen wir mal den die Schrotflinte. Und sag Tschüssikowski zu dir. Genauso wie ich Tschüssikowski zu dir sage. Einen Moment. Oh, zählen muss man nur noch können. Und Pam! Oh, ey, voll in das Auge rein. Das hing zwar raus, aber. Naja, gut, da ist bestimmt der Zombie. Ja, habe ich mir schon gedacht. Dass der da unten rumhockt. Hä, jetzt kippt der erst um? Was ist das denn? So, wir haben den Schlüssel. Auf gut Glück kommen wir vielleicht durch. So, moinsen. Einfach versuchen, auf gut Glück durchzukommen. So, einmal hier rum. Hier ist der Zombie, der so übelst nervt. Na du? Und einmal so rumlaufen und so. Gut, und jetzt gehen wir den Weg einfach wieder zurück. Und dann können wir diesen zweiten Schlüssel auch schon zurückbringen. Hey Leute, wir schaffen es, wir schaffen es. Momentan sind wir auf einem sehr guten Weg. So, sehr schön. Das läuft momentan perfekt. Oh yeah. So perfekt. So. Dann gehen wir hier, ja, müssen wir jetzt nur hier geradeaus. Ich habe ja ein bisschen Zombie aufgeräumt. Oder Zombies aufgeräumt. Hier sind, laufen nur noch ein paar rum, aber das stört uns nicht. Hoffe ich zumindestens. Guten Tag. Oh, der hat uns beinahe bekommen, ey. So. Dann schauen wir mal. Hier haben wir einen. Nee, 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 nee. Du, lass uns mal bloß in Ruhe. Hä? Den haben wir doch abgeknallt. Naja. Ist auch egal, wir können ja einfach so dran vorbei. Ah, Freunde, perfekt. Perfekt. Wir schaffen es. Wir haben den zweiten Schlüssel zurückgebracht. Jetzt fehlt nur noch der letzte und dritte. Also der dritte und letzte, so rum. Und zack. So, was passiert? Eine Leiter taucht auf. Das ist in dem Raum, wo wir zur Fledermaus wurden. Gut, dann gehen wir da mal zurück. Heppa und heppa. So. Dann gehen wir mal hier hoch. Hier. So, und hier muss jetzt irgendwo die Stelle mit der Leiter sein. Schauen wir mal ein bisschen uns um und dann werden wir das schon irgendwie finden. So. Da haben wir die Leiter. Da haben wir sie. Heppa. Und zack. So. Okay, man kann zwar öfter springen, aber es bringt nicht viel. Heppa. Und zack. So. Hier haben wir auch gleichzeitig Schokolade. Komm, komm, komm. Perfekt. So, dann schauen wir uns mal ein wenig um. Und zwar müssen wir jetzt an einer Stelle, dort ist der Schlüssel. Und dort haben wir ein Bücherregal. Und dort haben wir einen Hebel. Das bedeutet folgendes. Hier rüber. Oh, oh, schauen wir es? Ja, gut.
Puh, das war knapp. Hepper und rüberwirbeln und perfekt. So, jetzt hängen wir uns hier an den Knochen ran. Ey, was soll das denn jetzt? Ah, perfekt. Zack. Und damit hat sich das Bücherregal geöffnet und sehen, ah, da kommen wir dann raus. Das ist gleich beim Anfang. Oh, Freunde, Freunde, wir schaffen es, wir schaffen es. Jetzt darf ich nur nicht runterfallen. Heppa. Und zack. So. Okay. Und happy. Und wirbeln, 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 wirbeln. Und das sieht nicht gut aus. Patz. Oh, scheiße, Mann. Oh. Nee, der Aufknall oder der Aufschlag war nicht so gut. Heppa. Gut, dann klettern wir hier mal hoch. Und heppa. So. Dann schauen wir mal. Was haben wir hier denn so? Okay. Da kommen wir irgendwie rüber. Irgendwie müssen wir da rüberkommen. So. Und zwar heppa. Okay. Hier sind wir sicher. Das ist schon mal gut. Und rüber, rüber, rüber. Jawohl. Jawohl, Freunde. Geil. So, dann müssen wir hier jetzt nochmal längs. Hier diesen Mini-Abgrund kann man im Prinzip runterfallen. Ja, ich netze jetzt einfach mal Abgrund. Und hier auch nochmal. So. Dann gehen wir hier durch. Und kommen hier wieder raus. Bei den Zombies. Richtig. Aber das ist nicht so schlimm. Die ignorieren wir einfach mal eiskalt. Und Freunde. Oh yes, Mann. Wir haben es geschafft. Oh. Und zack. Offen ist es. Oh, endlich. Oh yeah, I forgot about those guys. Ja, ich habe diese Typen vergessen. Yeah. Damit haben wir schon die richtige Idee. Wäh, Zombie. Und zwar das Fass. Jawohl. Und damit kann man auch rollen und die Zombies einfach überfahren oder überrollen. Tja, sehr geil. Damit könnten wir jetzt noch weiter im Haus rumfahren. Also, es bringt uns aber nicht viel. Pam, pam. Und dann dieses Geräusch so. Voll lustig gemacht. Okay. Oh, Freunde, bin ich froh. Wir haben es endlich hinter uns. Und wäh, so. Jetzt müssen wir nur noch die schlimme, die allerschlimmste Stelle oder eine sehr schwierige Stelle auch schaffen. Wir müssen hier jetzt runterrollen. Und zwar, weil es ja ein Abgrund ist, gewinnen wir auch die ganze Zeit an Geschwindigkeit. Wäh. Okay, 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 okay. Es sieht momentan gut aus. So, so. Und bam, und wow, 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 wow. Wir haben es geschafft, Freunde, wir haben es geschafft. Haha, geil. Ja, sehr geil. Und jetzt sind wir am Friedhof auch rausgekommen. So, hier rollen wir einmal längs. Die Zombies sind auch alle weg. Also hier kommen keine mehr. Das ist schon mal ganz gut. Und wenn, würde es uns ja nicht stören. Wir sind ja auf dem Fass. Mr. Airsoul. Das soll, vielleicht soll das eine Anspielung auf Asshole sein. Keine Ahnung. Air Soul, also ich meine. So, okay. Gut, dann hier längs, hier runter. Alles klar. Und hier mit diesem Fass können wir jetzt hier runterrollen. Und zwar aufs Wasser. Und können jetzt hier drauf rumrollen. Das Gute ist, oder das Schlechte war, hier kann man nicht hochschwimmen. Hier kann man zwar hochspringen und fliegen, aber irgendwann ist ab dieser Stelle hier Ende. Und wenn man auf diesem Fass ist, kommt man hier eben hoch. Das liegt an der Strömung, die in diesem Fluss eben ist. So. Und ja, jetzt sind wir schon mal an einem sicheren Ort, Freunde. Wir haben dieses Kapitel geschafft. Und ja, das war's auch erstmal in diesem Part. Wir haben es geschafft, ich glaube es nicht. Naja, okay, gut. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle erstmal wieder. Und im nächsten Part schauen wir mal, wo wir hier denn überhaupt jetzt rauskommen. Wo wir jetzt überhaupt gelandet sind, frage ich mich. Und schauen mal, wie das jetzt einfach mal weitergehen wird mit der Story. Also weiter dranbleiben. Bis dann und tschüss.